Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier. Und heute habe ich für euch die Combos bzw. Testhände oder fast eher Solitär, könnte man es bei dem Deck nennen, von Dark World. Dark World ist ein mega krasses Combo-Deck und ich glaube, das wird man in diesem Video hier sehr, sehr gut sehen. Man kann damit wirklich alles überrennen, das ist komplett insane. Und weil eine Testhand, glaube ich, immer schon 20 Minuten dauert, würde ich sagen, ich laber gar nicht so lange rum. Lasst mir sehr gerne, bevor es losgeht, Like, Kommentar und Abo da, würde mich extrem freuen. Checkt mal den Link zu Gate of the Games in der Beschreibung aus. Da kriegt ihr 5% Rabatt mit meinem Rabattcode. Und wenn ihr da was findet, freue ich mich sehr. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Dark World Combo Testhand Solitärgeplänkel. Los geht's. So, Leute, wir fangen auch mal direkt an. Ich zeige euch natürlich mal ganz kurz, dass ich hier nicht irgendwie ein ganz anderes Deck spiele. Und natürlich mischen wir hier auch wieder durch. Wir werden einfach mal eine Testin ausspielen und mal gucken, wie lange das dauert, weil wenn es gut läuft, doch das bei Dark World halt sehr, sehr lange. Deswegen werden wir, glaube ich, vielleicht sogar nur eine spielen und uns dann noch ein paar Hände angucken oder so. Normalerweise mag ich ja eigentlich sehr gerne 10 Testhände, aber ich kann hier ja nicht immer die 50-Minuten-Videos raushauen, gefühlt. Hoppala. Da ist eine Karte runtergefallen. Das war der Kaiju. So. Jetzt haben wir ein bisschen gemischt. Jetzt werden wir nochmal natürlich ein bisschen mehr durchmischen. Und ja, genau. Ich mache das hier mal, damit ihr seht, dass ich mir hier nicht irgendwie die geilsten Hände zurechtlege. Auch wenn das bei dem Deck hier sowieso ein bisschen anders wäre. Weil, ja. Hier ist eine gute Hand. Heißt nicht, man müsste halt auch alles andere gut stacken. Aber wir fangen auch mal an. Wir fangen an mit Ceruli, Snow, unserem Rainbow, einem Kaiju und unserer Nessie. Das wäre zum Beispiel keine gute Hand natürlich gewesen, hätten wir jetzt keine Nessie gezogen, aber mit Nessie ist diese Hand sehr, sehr gut. Sehr viele Sachen, die wir treffen wollen. Und wir fangen einfach mal direkt an. Und da fällt mir gerade ein, Leute, ich habe keinen Würfel geholt, deswegen ich hole mal ganz schnell einen Würfel, dann geht's weiter. So Leute, sorry, ich bin wieder da, habe 2 Würfel geholt. Den hier, falls man über 6 Handkarten kommt, und der hier reicht ja bis 6 Handkarten. Die platzieren wir einfach mal hier oben und wir fangen einfach mal direkt an, dass wir Nessie aktivieren. Und ich würde sagen, hier ist die Nummer 1, hier ist die Nummer 5 und dann würfeln wir mal. Und wir haben die Nummer 1 und das ist tatsächlich Nessie. Yay! Das ist einfach super geil, wenn Dangers sich selbst treffen. Aber bei Nessie ist es tatsächlich nicht so schlimm, darum spielen wir sie ja auch auf 3. Und wir suchen uns jetzt, wahrscheinlich ist Mothman der Beste, weil es einfach wichtig ist, dass wir jetzt safe einen Draw bekommen. So, haben wir einmal gemischt und dann aktivieren wir natürlich Mothman. Und auch hier wieder 1, 2, 3, 4, 5. Wir würfeln. Das ist die 2 und wir treffen wieder den Danger. Es ist so geil. Naja, ist aber nicht schlimm. Wie ich im Deck Profile schon gesagt habe, ist das mit Mothman ja deutlich besser mittlerweile, weil ja halt Tierlimit nicht mehr so ein großes Ding ist. Ja, Mothmans Effekt benutzen wir. Wir ziehen eine und dann discarden wir eine. Wir discarden natürlich unseren Snow, Unlight of the Dark World, und suchen uns dann mit Snows Effekt unseren Genta, Torhüter der finsteren Welt. Dann discarden wir Genta, suchen uns unsere Field Spell. So, aktivieren die natürlich direkt. Und dann natürlich nochmal gemischt, der Gegner dürfte auch nochmal abheben. So, dann aktivieren wir den Effekt und banishen Genta, discarden in dem Fall ja schon ihn und ziehen eine. So, kriegen wir nochmal Rainbow. Dann Rainbow 1 und Genta 2. Genta specialt sich, mit Rainbow suchen wir uns unseren, jetzt erstmal unseren Silver, glaube ich. Ja, Silver, super, weil er sich selber specialen kann und das bedeutet, durch ihn kriegen wir den Ressourcenloop, was halt sehr, sehr gut ist. Jetzt geben wir ihn auf die Hand zurück, beschwören ihn, werfen Genta wieder ab, suchen uns die zweite Field Spell. Und das ist halt das, was so geil ist, wenn wir halt Genta haben und einen, der was zurück specialt, also der normale Graffer wäre auch okay gewesen. Dann haben wir halt immer zweimal unsere Field Spell, also 2 Draws, das ist halt richtig geil. Die aktivieren wir natürlich direkt, benutzen den Effekt auch. Natürlich wird dann noch einmal. So. Und jetzt werfen wir, also jetzt erstmal banishen wir
Ja, ich banische eigentlich den Snow relativ ungerne, genau wie den Genta, aber Genta könnte man dann im nächsten Zug wieder resolven, aber wir kriegen bestimmt irgendwie noch einen Genta in Grave. Und selbst wenn nicht, den Snow können wir halt in diesem Zug noch theoretisch vom Grave specialen. Deswegen verbannen wir ihn und discarden jetzt unseren Ceruli, Guru der finsteren Welt, um eine Karte zu ziehen. Und das ist wieder ein Messi. Und jetzt aktivieren wir den Effekt von Ceruli, Guru der finsteren Welt, beschwören ihn auf die gegnerische Spielfeldseite in diese Zone hier. In die wir da auch gehen, aber es ist halt wichtig, dass er über einer extra Monsterzone ist. Aktivieren sein, also der aktiviert seinen Effekt, wirft unseren Silver ab. Wir aktivieren Silver, der beschwört sich selbst und der Gegner muss zwei Handkarten in sein Deck mischen oder unter sein Deck legen. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Ne, beliebige Reihenfolge unter das Deck, also nicht mal reinmischen. So. Und das ist halt sehr, sehr gut, weil wir haben immer noch unsere Engine Guarding. Der Gegner hat, sehr, egal wenn jetzt alles schief läuft, hat der Gegner trotzdem halt nur vier Handkarten zum Spielen. Aber wir wollen natürlich, dass es noch weniger wird. So, dann aktivieren wir jetzt mal den Effekt von Danger Bigfoot. 1, 2, 3, 4. Da würfeln wir wieder. Und es ist die 4. Und es ist tatsächlich nicht mal der Danger. Sehr gut. Dann rufen wir jetzt Bigfoot, ziehen eine Karte und aktivieren den Effekt von Rainbow und suchen uns jetzt, da wir auch die Fusion gezogen haben, das ist sehr, sehr gut, unseren normalen Graffa. So, und jetzt sind wir mittlerweile echt an dem Punkt, wo man sagen kann, ja, also das läuft auf jeden Fall. Wir geben ihn hier wieder auf die Hand zurück, indem beschwören dann ihn. Und wir könnten jetzt tatsächlich, wobei wir sollten erstmal die Fusion machen, dass wir uns gegen Handtraps schützen können. Und das machen wir jetzt auch. Wobei, ganz kurz überlegen, weil wenn wir Graffa benutzen, dann schießen wir auf jeden Fall den Ceruli, der ja hier noch liegt. Und das wollen wir nicht. Wir machen es anders. Wir machen jetzt wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern safe. Ja. Die Akasha-Magierin, indem wir die beiden hier benutzen. Hier, tun wir hier aktivieren den Effekt und jetzt kriegen wir den Bigfoot auf die Hand zurück und auch unseren Ceruli, was halt sehr, sehr gut ist, denn jetzt aktivieren wir unsere Fusionskarte, fusionieren Ceruli und den Standard-Graffa und kriegen unseren Big Boy-Graffa. Sehr, sehr nice. Jetzt sind wir quasi geschützt gegen alles und eigentlich, jetzt, wenn der Gegner uns jetzt nicht interrupten konnte, haben wir dieses Duell zu 99% gewonnen, weil jetzt aktiviert wieder der Effekt von Ceruli. Wir beschwören ihn wieder in diese Zone, auch wenn es diesmal nicht mehr ganz so wichtig ist. Aktivieren wieder seinen Effekt, werfen unseren Silver ab. Silver beschwört sich wieder selbst und der Gegner verliert wieder zwei Handkarten. Er hat gerade nur noch eine Karte auf der Hand und das ist halt einfach komplett insane. Und wir können halt immer noch weiterspielen. So Leute, was wir jetzt machen, und deswegen ist dieser Ressourcenloop so unfassbar wichtig, wir geben ihn auf die Hand zurück. Beschwören ihn, geben ihn auf die Hand zurück und beschwören ihn. Und jetzt haben wir auch wieder fünf Handkarten, können unsere Danger Monster wieder richtig gut benutzen. Und ja, genau das machen wir jetzt. Wir aktivieren jetzt wieder unseren Bigfoot. Und zwar wieder 1, 2, 3, 4, 5. Und gucken einfach mal. Die Nummer 3, also genau in der Mitte, ist unser Silver. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, den Bigfoot beschwören wir. Wir ziehen eine Karte, aktivieren den Effekt von Silver, beschwören unseren Silver. Und da wir noch einen Rainbow im Friedhof haben, geben wir jetzt unseren Silver auf die Hand zurück, beschwören Rainbow. Und ja, wie ich gerade schon meinte, also an dem Punkt ist es für den Gegner eigentlich nicht mehr möglich zu gewinnen. Erstens haben wir noch einen Danger, plus dass wir jetzt einen Rang 8 Play machen. Und zwar gehen wir auf unseren Coach König Riesentrainer, aktivieren seinen Effekt dreimal einfach, ziehen deswegen drei Karten, also 1, 2, 3. Weil wir ein Monster gezogen haben, kriegt der Gegner 800 Schaden. Das heißt, auch in Time ist das einfach unfassbar strong. Ja gut, und jetzt aktivieren wir mal Allure, gucken wir mal, was wir ziehen können. 1, 2 und wir banishen den Kaiju, den brauchen wir jetzt ja natürlich nicht. Going first, aktivieren noch eine Allure, ziehen 1, 2. Tatsächlich würde ich jetzt. Ah, banishen wir den Genta? Wobei, nö, eigentlich. Das Ding ist, wir haben halt, wir können immer noch so viel machen. Und wir banishen jetzt tatsächlich einfach mal unseren Nessie, weil wir haben Nessie schon resolved und wir haben noch genug andere Danger, die wir aktivieren können. Und Bigfoot ist zwar natürlich der schlechteste Going First, aber er könnte theoretisch immer noch Ceruli schießen und er ist halt Stufe 8, was halt mehr bringt als Nessie. So, und jetzt haben wir einfach 2, 4, 6, 8 Karten auf der Hand. Und ja, es ist an dem Punkt einfach wirklich
richtig lächerlich, was wir hier noch machen können. Tatsächlich machen wir es dann jetzt so, dass wir mit den beiden hier unser Strick scharf machen. So. Und dann aktivieren wir einfach mal unseren Bigfoot. Und jetzt machen wir den größeren Würfel. Hier haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dieser Würfel hier geht bis, keine Ahnung, aber auf jeden Fall 1, 2 ist die, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter. Dann gucken wir mal. Das hier ist die 6, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese Karte hier. Das ist der Graffer, der jetzt weggeht. Und unser Bigfoot kommt dann jetzt raus. Wir dürfen noch eine Karte ziehen. Graffer ist mandatory, das heißt, wir müssen unseren Ceruli schießen, der beim Gegner liegt. Ist es aber kein Problem, weil wir haben ja schon 4 Handkarten gerippt. In dem Bild, den ich spiele, geht auch mehr, aber nur, wenn wir noch Graffer haben und der Gegner ein Monster auf der Hand hat und so. Aber das ist komplett egal, weil wir können jetzt so viele Negations machen, dass dann der Gegner am Ende 1 oder 2 Handkarten, das ist komplett egal. So, genau, dann können wir als nächstes mal unseren Chupacabra aktivieren. Auch hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir würfeln genau wie gerade eben. Das hier ist die 4, das heißt die zweite Karte. Das ist unser Snow, unser Bro, Entschuldigung. So, dann kommt unser Chupacabra. Beziehungsweise wir beschwören ihn jetzt mal hier hin. Ziehen dann noch eine, kriegen durch Bro auch noch einen Draw. Und jetzt können wir durch unser Strickschaf noch ein Stufe 4 oder niedriger Monster vom Friedhof beschwören. Wir beschwören jetzt auf jeden Fall mal unseren Snow. Dann geben wir Snow auf die Hand zurück. Das ist wirklich so insane. Für unseren Rainbow geben Rainbow auf die Hand zurück. Für unseren Graffer. Und ja, also ihr seht, glaube ich, ne, wie dieses Deck einfach snowballt. Es ist komplett insane. Wir haben einfach 2, 4, 6, 8, 9 Karten auf der Hand. Der Gegner hat nur noch eine Handkarte. Also dieses Duell ist quasi, es ist vorbei. Egal, selbst wenn der Gegner sich einen Kugelmodus und einen One-Card-Start auf der Hand behält, selbst dann gewinnen wir dieses Duell. Und das ist halt so krass. So, da wir jetzt so viele Karten haben, machen wir jetzt erstmal Appaloosa, würde ich sagen. Eine Dreier-Appaloosa. So, da legen wir dann den Würfel drauf. Und ja, dann können wir jetzt nochmal unseren Tsuchinoko aktivieren. Beziehungsweise, wir aktivieren lieber nochmal einen Bigfoot. Warum denn nicht? Also Bigfoot ist jetzt die aktivierte Karte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, wieder die 4. Das heißt die zweite Karte. Ja, das ist der Genta. Und wir haben ja Bigfoot aktiviert, das heißt Bigfoot kommt, wir ziehen eine Karte, aber sonst passiert erstmal nichts, weil Genta ja keinen Effekt im Friedhof mehr hat, beziehungsweise wenn er discarded wird durch einen anderen Effekt, ja sowieso nicht. Ja, dann würde ich sagen, aktivieren wir auch noch unsere Tsuchinoko. Da haben wir, kommen wir schon mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit dem Würfel wieder, das ist die 3, das ist wieder die zweite Karte, krass. Das ist Snow, das ist auch gut, es gibt uns nämlich noch einen Search. Dann haben wir jetzt noch Tsuchinoko, ziehen noch eine Karte, kriegen jetzt hier mit dem Search. Und zwar suchen wir uns unseren Graffer, weil Graffer jetzt eigentlich somit die beste Karte ist, weil die haben wir dann auch noch als weitere Interruption im Zug des Gegners. Was das bedeutet, seht ihr gleich. Wir könnten jetzt noch Nessie benutzen. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob wir das überhaupt machen. Wir machen es jetzt auf jeden Fall so, weil wir hätten jetzt halt mehrere Möglichkeiten. Entweder wir machen Rang 4 Monster noch, aber da ich jetzt gerade hier Abyss Dweller spiele und Abyss Dweller gegen die meisten Decks jetzt nicht so mega krass ist. Also kann natürlich schon sein, gerade im Mirror Match oder so, aber wir machen es mal so. Wir normalen mal unseren Brawler. Wir hatten auch keine Normal Summon. Und jetzt können wir ihn auf die Hand zurückgeben. Um wieder unseren... Haben wir noch einen Rainbow? Ne, aber einen normalen Graffer. Und jetzt machen wir mit den beiden hier einfach unsere Nummer 38. Beziehungsweise wir können es sogar noch besser spielen, ganz kurz. Dass wir den Graffer gar nicht so holen. Indem wir hier was normeln, also der Graffer ist natürlich noch ein Grave. Wir benutzen nämlich einfach den Effekt von unserer Quick Play Spell,
indem wir sie wieder auf die Hand nehmen und dafür was discarden. Wir discarden unseren Silver, der beschwört sich dann, deswegen liegt er jetzt auf dem Feld. Den geben wir zurück, holen dann Graffa, machen dann die Nummer 38, denn dann haben wir noch unsere Normal Summon und können halt jetzt einfach unseren Genter normeln. Dann machen wir mit den beiden hier dann doch noch unseren Abyss Dweller. Wie gesagt, das wäre halt überhaupt nicht nötig, aber wir können es halt machen. Und die hier setten wir auf jeden Fall. Die ist nämlich unsere Versicherung gegen Dark Ruler und andere Karten. Ja, und jetzt könnten wir halt noch, komm, wir machen es einfach mal, weil wir es können. Aber es wäre nicht nötig, wir aktivieren nochmal Nessie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hier ist eine 9. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, und Nessie trifft sich selbst, dann ist es egal, dann passiert nichts mehr. Sonst hätten wir jetzt noch eine Special bekommen, hätten wir noch IP Mascarina dazu machen können, beziehungsweise Mudcracker auf die Underworld. Das ist aber völlig egal, weil wir würden jetzt an den Gegner abgeben. Der Gegner zieht seine zweite Karte. Wir haben eine Negation, zwei Negations, fünf Negations, der Gegner keinen Friedhof. Und wir haben noch die, falls sie gedarkt, rudert oder irgendwas werden, können wir einfach noch einen Graffa machen. Und da wir ihn auf der Hand haben, können wir ihn von der Hand als Fusionsmaterial benutzen. Das heißt, er kann auch was schießen. Komplett insane. Und ja, wie gesagt, der Gegner hat nur zwei Handkarten. Mega krass. Jo, ich würde sagen, eine machen wir auf jeden Fall noch. Macht einfach Bock. Zumindest mir ist er ein bisschen wie Solitär spielen. So. Macht halt so unfassbar viele Sachen. Aber diesmal habe ich es auf jeden Fall besser gespielt. Auch wenn ich das Play mit ganz am Ende mit Silber noch zurücknehmen musste, beziehungsweise das dann halt richtig machen musste, weil das einfach ökonomischer war und man so noch mehr hinbekommen hat. Aber, ja, wie ihr seht, das Deck funktioniert, obwohl der allererste Danger sich selbst getroffen hat, aber wenn man halt die guten Danger spielt, dann ist das meistens kein Problem. Und man hat auch gesehen, warum Mothman in diesem Deck so gut ist, weil Mothman war wirklich der Grund, warum wir dann halt so weiterspielen konnten. Hätten wir uns nicht Mothman gesucht und hätte sich irgendwie ein anderes Danger-Monster selbst getroffen, wäre es auf jeden Fall deutlich schwieriger gewesen. Aber, wir machen, wie gesagt, noch eine Testhand. Das Video wird auf jeden Fall sehr lang mal wieder, aber gut, einfach nur damit die Leute, die halt wissen wollen, okay, wie spiele ich Dark World und so, wie funktioniert das, damit man das mal sieht. Und ja, wie gesagt, vielleicht gucken wir uns die Hand auch eher an, so, oder fangen halt an, beziehungsweise wir fangen an und wenn man sieht, okay, es wird wieder so wie gerade eben, dann kann man vielleicht sogar auch abbrechen. So, der Gegner hat wieder abgehoben, wir ziehen, Allure of Darkness, guter Start, Rain war auch mal sehr gut, Bro sehen wir auch gerne, die Tore der finsteren Welt und Gefahr Bigfoot. Jo, hier würde ich jetzt tatsächlich anfangen und das hier ist, ganz kurz, das hier ist einer der Gründe, warum ich die Feelspear nicht auf 3 spiele. Weil hätten wir, also die Feelspear jetzt gerade, macht sie jetzt nichts, muss man einfach wissen. Klar, wir können Bigfoot aktivieren und wenn wir einen von denen treffen, ab dann ist die Feelspear mega geil. Aber jetzt gerade hätten wir die beiden zum Beispiel nicht und wäre das nochmal eine Feelspear, noch ein Danger Monster, ein Dark World Monster, hätten wir nichts. Und deswegen, die Feelspear ist super, aber in Verbindung mit Genta wird sie halt erst richtig gut. So, wir werden auf jeden Fall erstmal Allure aktivieren und mal gucken, was wir noch so ziehen können. Jo, da ist der Genta, der mega geil ist, und unsere Fusion. Tatsächlich einfach, weil er in Anführungsstrichen nur ein Draw 1 ist, würden wir jetzt mal Bro banishen. Wir hätten aber auch Bigfoot banishen können, weil wir mit den Karten hier auch schon spielen können. Aber wir wollen mal auf Nummer sicher gehen, falls wir gar nichts ziehen, dass wir dann nochmal die Chance mit Bigfoot haben. So, jetzt würden wir Genta aktivieren. Und uns nochmal die andere Feelspell suchen. Jetzt kriegen wir natürlich dann nicht noch einen Search, weil wir halt schon eine gezogen haben. Auch das ist ein Grund, warum ich die Feelspell lieber weniger häufig spiele. Wir aktivieren auf jeden Fall eine, banishen wieder unseren Genta, discarden ihn, ziehen eine Karte, Chaining 1, Chaining 2, ihn specialen wir, durch ihn suchen wir uns unseren... Ja, da wir die Fusion schon haben, sollten wir uns unseren Graffa suchen. Wobei es jetzt auch nicht wirklich notwendig gewesen wäre. Jetzt hier könnte man jetzt halt überlegen, ob man lieber den Silver will, damit man hiermit dann nochmal dadurch, dass wir, wenn wir Silver hätten, könnten wir diesen Loop besser machen, aber der Loop geht auch jetzt gerade ganz okay. Wir machen es jetzt auch mal so.
Bevor wir aber noch irgendwas anderes aktivieren, benutzen wir nochmal Allure. Gucken, jo, noch ein Graffa, okay. Und unser Ceruli, Guru der finsteren Welt. Ja, ich würde tatsächlich einen der Graffas banishen. Graffa ist super, aber wir brauchen ihn halt jetzt auch nicht so ultra oft im Umlauf. Hauptsache, wir haben ihn überhaupt im Umlauf. Dann geben wir ihn mal wieder zurück auf die Hand. Beschwören ihn. Und dann aktivieren wir nochmal eine Field Spell. Und jetzt haben wir aber leider gerade keinen im Grave. Ja, wir aktivieren jetzt auf jeden Fall mal Bigfoot. Silver wäre wahrscheinlich doch nicer gewesen, weil mit Silver... Ja, aber ist schwer zu sagen, ist immer schwer zu sagen. Wir aktivieren auf jeden Fall Bigfoot und sagen 1, 2, 3, 4, 5. So, und das ist die 5. Und natürlich trifft sich Bigfoot selbst. Sehr, sehr gut. Genau so soll es laufen. Ja, natürlich nicht. Das ist ein bisschen bitter. Aber wir können auf jeden Fall Amtsantritt der finsteren Welt benutzen. Werfen Graffa ab. Und ich würde in dem Fall jetzt sogar den Genta erstmal abwerfen. Weil den hier wollen wir gerne noch resolven, damit wir ein bisschen mehr haben. So, und dann kriegen wir unseren Fusionsgraffa. Und genau, wie machen wir es jetzt am schlausten? Die zweite Fiesbe haben wir ja noch nicht resolved, richtig? Genau, wir haben wir noch nicht resolved, dann werden wir das jetzt mal tun, indem wir, wobei wir geben ihn hier erstmal auf die Hand zurück, beschwören unseren Graffa, das ist nämlich ganz wichtig. Ja, und jetzt aktivieren wir die Fiesbe nochmal, banishen den Genta, discarden ihn und ziehen eine Karte und jetzt mit seinem Effekt suchen wir uns diesmal wirklich den Silver, weil wir Cerulea schon haben und dem Gegner dann schön ein paar Handkarten rippen können, beziehungsweise dass er welche weglegen muss, aber das ist einfach, ja, einfach sehr, sehr gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal, ja, wobei so ein großes Risiko ist es gar nicht, theoretisch können wir auch mit Amtsantritt arbeiten, vielleicht machen wir das sogar, wir benutzen Amtsantritt der finsteren Welt, holen uns die auf die Hand, discarden Ceruli. Ceruli beschwört sich zum Gegner, aktiviert seinen Effekt, discardet ihn, er beschwört sich und der Gegner verliert zwei Handkarten. Das ist auf jeden Fall sehr gut, sehr solide, so wollen wir das. Wir geben ihn auf die Hand zurück, für ihn hier. Ja, jetzt setten wir die und tatsächlich ist es jetzt, egal was passiert, es ist so oder so sehr gut, weil wir sind schon geschützt vor Handtraps. Und wenn er sich jetzt selbst trifft, kriegen wir Bigfoot. Das heißt, wir haben drei Stufe 8er, können dann drei Karten ziehen. Und wenn er sich trifft, dann haben wir zwei Bodies mehr, können eine Karte ziehen. Also auch mega gut. Deswegen, wir aktivieren mal Chupacabra. Und wir sagen einfach mal 1, 2, 3 und 4, 5, 6. So, das ist die 4, also die zweite Karte. Jo, es ist Chupacabra selbst, ist aber nicht schlimm. Wir aktivieren seinen Effekt, rufen damit Bigfoot. Und machen dann jetzt mit den dreien unseren Coach-König, um einfach noch schön ein paar Karten zu ziehen. Wir machen ihn mal hier hin, aktivieren seinen Effekt wieder dreimal und ziehen 1, 2, 3 Danger-Monster. Okay, aber nehmen wir mit auf jeden Fall. So, dann aktivieren wir mal unseren Mothman. 1, 2, 3, 4. So, es ist die 3, also diese Karte hier. Und wir treffen Nessie. So, Mothman kommt. Wir ziehen eine Karte, aktivieren den Effekt von Nessie, suchen uns noch ein Danger Monster. Ja, die Wolpertinger, den wollen wir. Aktivieren dann jetzt mal unsere Tsuchinoko. Jetzt würden wir tatsächlich ganz gerne unseren Silver treffen, damit wir unseren Ressourcenloop wieder in Gang bekommen. Aber das wird gleich passieren. Wieder 1 bis 4. Das ist die 4, also treffen wir die. Ja, Tsuchinoko trifft sich selbst, das heißt, sie beschwört sich dann auch selbst. Jetzt machen wir es so, dass wir mit den beiden schon mal, oh ey, Quatsch, nicht mit dem beiden, sondern mit den beiden, strickscharf machen, um ein bisschen Platz zu schaffen. So. Weil falls sich jetzt er nicht selbst trifft und er ihn trifft, hätten wir sonst keinen Platz gehabt. So, aber wir aktivieren natürlich unseren Wolfertinger. Und das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das ist die 4, also die mittlere. Das ist unser Bro, das ist auch sehr schön. Beschwören wir ihn.
dürfen eine Karte ziehen. Durch seinen Effekt dürfen wir noch eine Karte ziehen. Und jetzt aktivieren wir den Salamander. Also wir können jetzt theoretisch auch Strickschafseffekt benutzen, aber hier ist nichts, was ich unbedingt reborn will, deswegen warten wir damit noch. Dann aktivieren wir den Salamander-Katalysator. Ihn beschwören wir. Wir discarden unseren Silver. Silver-Effekt. Silver kommt zurück. Und genau. Dann würde ich jetzt mal sagen, dass wir... Na, vielleicht hätte ich das Strickschaft doch noch nicht machen sollen. Sondern lieber unsere Akasha-Magierin. Weil jetzt kriegen wir... Wobei, nee, es ist komplett egal. Der Gegner hat schon zwei Handkarten verloren. Nee, das ist alles gut. Da gibt es immer noch einen sehr, sehr guten Weg, wie wir das gut machen. Auf jeden Fall machen wir jetzt auf jeden Fall mit den beiden hier unser Dugarest, den Zeitlosen. Wir geben ihn hier aber erstmal auf die Hand zurück, um ihn zu beschwören. Ihn geben wir auf die Hand zurück, um Grafa zu beschwören. Und jetzt aktivieren wir den Effekt von Dugarest zum Zeitlosen. Zwei Materialien weg, ziehen zwei Karten. So, und wir discarden auf jeden Fall jetzt unseren Rainbow. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben gar kein Target mehr, weil wir haben Grafa schon. Das ist schon der dritte, weil einer ist ja gebanished. Ne, wir discarden auf jeden Fall dann Silver. Silver beschwört sich wieder. Einfach mega geil. So, und dann machen wir tatsächlich eine Appaloosa mit... machen wir es mit denen, aber ne, wir wollen Silber noch auf die Hand zurückgeben. So, jetzt haben wir schon wieder eine Dreier Appaloosa, was auch sehr, sehr nice ist. Und dadurch, dass wir noch den Security Dragon spielen, kriegen wir den Handloop ja so oder so wieder hin. Wir brauchen gar nicht beide. So, dann geben wir ihn aber auf jeden Fall auf die Hand zurück für unseren Graffa. Das machen wir tatsächlich mit den beiden hier, unseren Security Dragon. So, aktivieren den Effekt von Security Dragon, weil er kreuzgelinkt ist, können wir unseren Ceruli auf die Hand zurückgeben. Sehr, sehr nice. Und jo, dann aktivieren wir jetzt mal unsere Gefahr Nessie und gucken einfach mal, was noch so passiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da reicht noch der Würfel. Es ist die 1, also die erste Karte. Es ist unser Rainbow. Dann beschwören wir Nessie. Ziehen eine Karte und gucken mal, ob wir für Rainbow noch ein Target im Deck haben. Aber ich glaube nicht, weil er kann sich nicht selbst suchen, meine ich. Nein. Ne, dann haben wir kein Target mehr von seinem Rainbow. Das ist aber nicht schlimm. So, wir aktivieren nämlich jetzt noch einmal Allure of Darkness, ziehen nochmal zwei Karten. Da ist noch ein Danger dabei, das ist auch sehr gut. Wir banishen wieder unseren Genta, weil wir den nicht unbedingt brauchen. Aktivieren unseren Bigfoot. 1, 2, 3, 4, 5. So, die 2, das ist die hier. Das ist Snow und das ist sehr gut. Wir haben tatsächlich jetzt den Effekt von Strickscharf gar nicht benutzt, fällt mir ein. Aber gut, das war wieder nicht so ultra geil gespielt. So, ziehen wir, aktivieren Snows Effekt. Aber es ist halt auch einfach relativ egal, wie man hier sieht. Aber hätte man natürlich machen sollen, weil ja, das einfach sehr, sehr gut ist. So, wir suchen uns mit Snow einfach einen Bro. Es ist wirklich komplett egal. Das Einzige, was halt geil wäre, und das machen wir jetzt auch noch tatsächlich, eine Karte aktiv discarden. Aber das kriegen wir hin, denn wir machen mit... Ganz kurz checken, was sie braucht. Ja, einfach nur zwei Effektmonster. Dann nehmen wir Schmierfink aus der Unterwelt. Beziehungsweise wir hatten noch keine Normal Summon. Ganz kurz bevor wir sie beschwören, machen wir noch eine Normal mit Bro. Machen mit den beiden dann noch eine IP. Weil sie können wir, gleich können wir sie nämlich nicht mehr beschwören, denn jetzt machen wir mit den beiden hier einen Mudcracker, also den Schmierfink aus der Unterwelt. Und wir machen es mal so. Und benutzen den Effekt, dass wir einen Unterwäldler im Friedhof wählen, beschwören und dafür eine Karte abwerfen. Und es ist jetzt wirklich sehr, sehr egal, was wir beschwören. Wir beschwören einfach mal einen Rainbow, weil er richtig dick ist. Aber es ging eigentlich nur darum, dass wir jetzt den Ceruli abwerfen können. Der geht jetzt wieder zum Gegner und der aktiviert sich.
wirft unseren Silver ab, wir beschwören Silver, der Gegner verliert nochmal zwei Handkarten, das heißt, der Gegner hat jetzt wieder nur eine Handkarte und wir können jetzt halt nur noch Unterwäldler rufen, das heißt, mit den beiden können wir, ja, aber hätten wir selbst mit dem Extra-Deck, was ich habe, tatsächlich können wir noch unseren Nightmare Phoenix machen, das machen wir jetzt auch, beziehungsweise wir geben ihn natürlich erstmal wieder auf die Hand zurück. So, für unseren Graffa und dann machen wir mit den beiden Graffas einen Nightmare Phoenix. Einfach nur, weil Phoenix ja noch den Effekt hat, dass kreuzgelinkte Monster können nicht durch Kampf zerstört werden. Kann halt relevant sein, wenn unsere Apollusa halt ihre Negations verbraucht hat. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir haben wieder, hiermit haben wir halt quasi zwei Interruptions, falls irgendwas kommt, aber sonst haben wir eine, zwei, 3, 4, 5, 6 Interruptions. Der Gegner wird mit zwei Handkarten spielen. Jo, da wird er wahrscheinlich nicht sonderlich viel machen. Sehr, sehr nice. Und ja, auch das hier war wieder nicht perfekt gespielt. Aber ich glaube, man hat ganz gut gesehen, wie das Deck funktioniert. Und gerade im ersten Ding habe ich, glaube ich, kaum Fehler gemacht. Und hier, ja, ein Body mehr hätte man auf dem Feld haben können mit Strickschaf. Und ja, wir machen noch eine allerletzte Testhand. So, ich hoffe, dass das den Leuten nicht viel zu lang dauert. Aber wenn, dann kann man ja auch einfach wegskippen. Das ist ja das Nice. Und genau, das ist einfach nur, weil ich halt gerne auch zeigen möchte, wie das Deck funktioniert. Und wie ihr seht, ich mache selber noch teilweise nicht die allerbesten Plays, aber schon viel, viel besser als letztes Mal. Und tatsächlich die Plays, die ich dann nicht so geil mache, sind meistens einfach aus dem Überfluss geschuldet, weil man halt, man hat so viele Bodies, man hat schon Negations auf dem Feld, man ist sich dann zu sicher und dann spielt man vielleicht nicht perfekt. Aber gerade bei dem Deck hier wird das relativ viel verziehen, wenn man halt nicht die allerbesten Plays macht. Wenn man halt, also wenn das Deck schon am Laufen ist, sage ich mal. So, wir gucken jetzt mal in die letzte Testhand rein, weil mehr machen wir auf gar keinen Fall. Und so, der Gegner darf nochmal abheben und wir ziehen jetzt 5 Karten von unserem Deck. Snow, die sehen wir sehr, sehr gerne. Wolpertinger auch. Nessie auch. Bigfoot, ja. Vor allem Going Second, dabei auch Going First, cool. Und Graffa, ja. Wir fangen einfach mal an mit unserem Gefahr Bigfoot. Und hier wieder 1, 2, 3, 4, 5. So, wir würfeln eine 6, die bringt uns nichts. Aber eine 5 bringt uns was. Und das ist unser Wolpertinger. Der geht weg. Bigfoot kommt. Wir ziehen eine Karte und aktivieren Wolpertingers Effekt. Am besten wäre wahrscheinlich ein Stufe 4 Monster. Einfach nur, damit wir was machen können, falls sich Nessie jetzt irgendwie selber trifft, der Danger danach sich auch selber trifft, dann können wir zumindest Snow normeln und haben einen Rang 4 Play. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum Baguska meiner Meinung nach sogar doch wahrscheinlich über Abyss Dweller gespielt werden sollte, weil der hat jetzt einfach ein super Plan B ist. Aber jetzt gerade brauchen wir ihn ja noch nicht. Wir aktivieren jetzt nämlich Nessie. Wir haben 1, 2, 3, 4. Würfeln. Und wir kriegen eine 1. Das ist das hier. Und das ist Nessie. Nessie trifft sich heute sehr, sehr gerne selbst. Aber das ist okay. Das ist völlig okay. Denn wir holen uns jetzt tatsächlich auch einen Mothman. Weil selbst wenn er sich dann selber trifft, können wir unseren Snow discarden und dann was suchen und so weiter. Das ist dann schon ganz gut. So. Genau, dann aktivieren wir Mothman. Und 1, 2, 3, 4. Würfeln. Haben die 3. Und es ist Graffa und nicht Mothman. Das ist ganz cool. Dann rufen wir Mothman, ziehen eine Karte. Das ist auch schon mal ganz cool, dass wir Cerulli haben. Dann machen wir mit den beiden hier unseren Dugarez. Aktivieren natürlich auch sofort seinen Effekt, ziehen 2 Karten und werfen eine ab. So, und wir werfen ab Snow, Unlight of the Dark World, suchen uns dann mit Snow. Das ist jetzt halt die Frage. Wir haben jetzt halt mehrere Möglichkeiten. Entweder wir suchen uns die Fusion, haben dann schon mal eine Omni-Negation quasi sicher. Wir können uns jetzt auch Silver suchen. Den können wir safe discarden, der Gegner verliert Handkarten und wir können noch ziehen. Auch sehr, sehr gut. Vielleicht machen wir das, oder wir könnten auch noch Genta abwerfen, kriegen dann die zweite Field Spell und kriegen auch noch einen Draw. Aber nee, wir gehen mal auf, letztes Mal habe ich mir nicht als erstes Silver gesucht, diesmal suchen wir als erstes Silver. Und Silver ist auch immer ganz gut für den Ressourcenloop. So.
Genau, dann aktivieren wir jetzt nämlich die Tore der finsteren Welt. Haben wir noch was anderes, was wir banishen könnten? Nee. Das heißt, wir machen jetzt als erstes. Machen wir das als erstes? Ich glaube schon. Wir könnten halt auch noch normeln. Aber das würde uns nicht so super viel bringen. Nee, ist okay, wenn wir Snow banishen. Wir aktivieren Tore der finsteren Welt, banishen unseren Snow, werfen unseren Ceruli ab und ziehen eine Karte. Oder die Fusion sehen wir sehr gerne. Jetzt kommt Ceruli, geht auf die gegnerische Seite, aktiviert seinen Effekt. Wir werfen Silver ab, Silvers Effekt. Er kommt zurück, Gegner verliert 2 Handkarten. Gegner hat also jetzt gerade nur noch 3 Handkarten zum Spielen. Und wir geben jetzt auf jeden Fall unseren Silver wieder auf die Hand zurück. Das ist wirklich immer ultra wichtig. Auch ich darf das jetzt hier nicht vergessen. Dieser Ressourcenloop ist einfach so stark. Man muss den wirklich die ganze Zeit nutzen. Und dann hat das Deck wirklich seine volle Power. So, dann machen wir jetzt mit den beiden, weil die beide Unterweltler sind, tatsächlich die Akasha-Magierin, geben unseren Ceruli auf die Hand zurück. Und ja, jetzt aktivieren wir Amtsantritt der finsteren Welt. Nutzen die beiden für die Fusion. Und jetzt ist das Duell quasi vorbei. Denn wir rufen unsere Graffa, mal die mal hier hin, aktivieren Ceruli. Ceruli kommt wieder zum Gegner, aktiviert seinen Effekt, wirft unseren Silver ab. Silver aktiviert seinen Effekt, kommt, der Gegner verliert wieder 2 Handkarten. Und jetzt hat der Gegner wieder nur noch eine Handkarte. Wir haben schon eine Omni-Negation. Wir geben ihm wieder auf die Hand zurück. Für ihn. Und selbst wenn wir jetzt einfach nur mit denen eine Appaloosa machen würden, können die noch resetten, was halt auch echt geil ist. Also es sieht wirklich jetzt auch schon wieder verdammt gut für uns aus. Wir resetten sie jetzt halt auch wirklich, indem wir sie nehmen und Silver abwerfen. Silver aktiviert seinen Effekt, beschwört sich selbst. Und jetzt machen wir tatsächlich, wie machen wir es am besten? Geben ihn, wir haben ja noch einen Silver, noch einen Graffa, so. Oh ja, und jetzt haben wir wieder 3 Stufe 8er. Und ihr wisst, was das heißt. Der Coach-König ist wieder am Start. Wir ziehen mit ihm 3 Karten. Komplett insane. 1, 2, 3. Und ja, Leute, ich glaube, ich höre jetzt auf zu spielen, weil ihr seht, wir können jetzt wieder hier mit Plays machen. Wir haben nochmal die Fieldsberg gezogen, können noch mehr ziehen, können die schon setten. Also wir haben schon wieder safe gewonnen, wenn wir halt nicht irgendwie krass interrupted wurden. Droll und Lockbird und Abyss Dweller oder die Shifter sind natürlich ja, Auto-Wins, sage ich mal. Beziehungsweise wir können da nicht mehr ganz so viel machen, aber wenn es so läuft und man nicht interrupted wird, beziehungsweise sowas wie Imperm, was viel gespielt wird, oder Ash, ja, es ging dieses Deck hier fast egal, weil eine Ash reicht meistens nicht, um uns aufzuhalten. Von daher, jo, wir hören an der Stelle einfach mal auf, weil ihr, glaube ich, seht, dass wir mit den Karten hier einfach noch mehr Negations und so hinlegen könnten. Und ja, tatsächlich ist das einfach für den Gegner nicht mehr wirklich zu gewinnen. Und das hört man natürlich sehr, sehr gerne. Jo Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wer bis hier dran geblieben ist, Respekt, vielen, vielen Dank dafür. Und damit das Video nicht noch viel länger wird, nur noch abschließende Worte vielleicht. Dark World, einfach ein mega krasses Deck. Ich glaube, man hat es hier gesehen. Also wenn man ins Spielen kommt, dann gibt es, glaube ich, kein Deck, was dagegen irgendwie eine Chance hat. Wenn man nicht irgendwie die Hard-Counter dagegen zieht, wie D-Shifter oder Droll und Lockbird oder so, dann kann man Going Second gegen dieses Deck eigentlich nichts machen. Und das ist halt komplett insane, wenn man selbst Dark World spielt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne Like, Kommentar und Abo da. Würde mich extrem freuen. Extrem freuen würde mich auch, wenn ihr den Link unten zu Gate to the Games auscheckt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Euer Francis Gaming.